Das ist das Intro für ein Video, was, glaube ich, sehr sinnvoll ist. Denn egal, wie oft ich sage, welche Werkzeuge ich gerne nutze, die Frage kommt trotzdem immer wieder. Und damit ihr nicht aus verschiedenen Videos, aus verschiedenen Epochen zusammensuchen müsst, welche Werkzeuge meine Lieblingswerkzeuge sind, machen wir jetzt eine ganz aktuelle 2020 Top 10 meiner Lieblingshandwerkzeuge. Warum Top 10? Man muss es irgendwo dann runterbrechen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Handwerkzeuge und es gibt ganz viele, wie wir gerade auch in diesem Video mit dem Schneidebrett gesehen haben, die unglaublich speziell sind, die aber einfach auch durch ihre Spezialität unglaublich viel Spaß machen. Wichtig ist, glaube ich, am Anfang zu gucken, dass man nicht zu sehr übertreibt. Man braucht nicht ganz viel. Und bei diesen Sachen kann man sich drüber streiten, werden bei jedem Einzelnen drüber sprechen, warum ich dieses spezifische Werkzeug nun favorisiere, welche Alternativen es gäbe und warum ich glaube, dass genau das nun am besten geeignet ist. Und damit ich gar nicht lange um den heißen Brei herumrede, hier kommt Nummer 1. Die Laubsäge, irgendeine Laubsäge. Nehmt, wie gesagt, bei allen Sachen das, was für euch passt. Nehmt das, was in euren Geldbeutel passt. Das Beispiel an sich fürs Werkzeug, so habe ich es gewählt, ist auf jede Art davon anwendbar. Also ihr könnt ein teures und ein günstiges nehmen. Ich habe es so ausgewählt, dass ich es als sinnvollst erachte. Eine Laubsäge, in diesem Fall die New Concept Säge, ist einfach hervorragend für alle Arten von Holzverbindungen, die wir machen, weil wir damit ganz schnell ganz viel Material raussägen können. Und wenn wir darin etwas Übung haben, müssen wir am Ende nur noch ganz wenig nachstechen. Das ist also etwas, was den Prozess von Handverbindung einfach extrem beschleunigt. Und das ist sehr, sehr cool. Gerade in der Meisterschule oder auch in der Ausbildung kann sowas sehr sinnvoll sein, weil da gibt es ja Prüfungen, wo man schnell sein muss. Und auch im Arbeitsalltag ist es natürlich immer hervorragend, wenn man etwas schneller ist. Die Frage, die bei dieser Säge eine Milliarde Mal kommt, jedes Mal, wenn ich sie benutze, ist, welches Blatt benutzt du? Ich habe jetzt aktuell hier ein sehr, sehr dünnes, spiralverzahntes Blatt drauf. Warum? Die breiteren Blätter, die ganz typischen Laubsägeblätter, passen in der Regel nicht in den Schnitt einer Japansäge. Und wir kommen gleich dazu und ihr wisst es alle, ich säge eigentlich fast alle Verbindungen mit einer Japansäge. Wichtig ist also für mich, dass diese beiden Werkzeuge zusammenarbeiten können. Wenn ich das Sägeblatt nicht reinbekomme, dann bringt es mir wenig, weil da muss ich theoretisch mit der Säge auch den Schnitt nochmal sägen. Also Nummer 1, einfach für die Geschwindigkeit eine Laubsäge. Dann Werkzeug Nummer 2, das dürfte eigentlich niemanden überraschen, aber dann doch, ist das hier. Ein Nummer 4 Hobel. Dass ein Hobel in dieser Liste ist, dürfte wie gesagt niemanden überraschen. Aber es ist kein Japan-Hobel. Das hätte ich wahrscheinlich selber nicht gedacht. Es ist dieser hier. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingswerkzeug, die Nummer 4 von Lee Nielsen. Aus meiner Sicht ist das das Hochwertigste, was wie ein Werkzeug sein kann, wenn man es standard kommerziell kauft. Es gibt natürlich auch noch diese handgefertigten Hobel. Ich weiß, ihr habt mir alle die Videos geschickt, ich habe das schon gesehen. Aber das ist wirklich ein unfassbar tolles Stück Handwerkskunst und es macht Spaß, als Handwerker Handwerkskunst zu nutzen. Warum eine Nummer 4? Warum keine Raubank? Warum keine Nummer 5? Nummer 5 wäre super, ich habe aktuell keine, deswegen kann ich sie nicht empfehlen. Warum empfehle ich den und nicht irgendeinen größeren Hobel? Ich glaube, dass man mit der Nummer 4 einfach am vielseitigsten ist. Man kann damit abrichten, man kann damit schlichten, man kann damit fügen und man kann damit eine tolle Oberfläche erreichen. Man muss bei ganz vielen Schritten davon einen gewissen Kompromiss eingehen. Das ist aber klar, wenn ich nur ein Werkzeug von jeder Reihe wähle, wenn ich nur einen Hobel haben kann, da muss ich immer einen Kompromiss eingehen. Wenn ich eine Raubank habe, genauso. Da wird es auch schwierig, verhältnismäßig eine gute Oberfläche hinzubekommen. Das heißt, für mich ist die Nummer 4 einfach auch mit dieser Größe, die sehr angenehm ist, die auch zu kleinen Werkstücken passt, einfach der perfekte Allrounder. Und für alle, die jetzt sagen, oh, Lee Nielsen, ganz schön teuer. Das einzige Problem ist das leider nicht. Lee Nielsen und Veritas Sachen sind ja gone sozusagen, kommen wohl auch erstmal nicht mehr nach. Ich habe mit Lee Nielsen auch schon viel gesprochen und es sieht nicht so gut aus. Was ich damit sagen will, ist, es geht grundsätzlich um die Größe Nummer 4 bei so einem Hobel.
Egal, ob ich jetzt nun einen alten Stanley nehme oder hier die Nummer 4 von Diktum, die sind eigentlich immer ähnlich groß. Ich habe es schon oft gesagt, ich würde darauf achten, wir sehen, dass wenn ich die beiden nebeneinander halte, der hier hat deutlich mehr Metall im Körper als der hier. Der ist also auch dementsprechend schwerer. Und schwere Hobel sind sehr, sehr gut. Also immer einen schweren Hobel nehmen, denn da hilft sozusagen die Schwerkraft schon dabei, dass wir beim Hobeln nicht kippeln. Also Nummer 4 Hobel würde ich jedem empfehlen und liebe ich auch. Das Schneidebrett haben wir ja auch damit gebaut. Dann, was jeder braucht und was ich oft schon gesagt habe, wo es auch wirklich drauf ankommt, dass es stimmt. Gesundheit. Ist ein gesunder Hund in der Werkstatt. Kannst du das mal lassen? Was jeder braucht, ist ein 90-Grad-Winkel. Denn 90 Grad brauchen wir bei, ich würde jetzt mal lügen, aber 90% der Möbel wahrscheinlich. Und was dabei ganz, ganz wichtig ist, sage ich immer wieder, 90 Grad müssen auch 90 Grad sein. Wenn wir schon beim Anzeichnen, beim Messen und beim Kontrollieren kleine Gradabweichungen als Fehler haben, dann wird alles am Ende nicht so richtig gut zusammenpassen, weil sich das pro Ecke immer wieder addiert. Deswegen braucht jeder einen guten 90-Grad-Winkel. Es muss nicht dieser hier sein. Ich habe schon oft genug gesagt, dass ich dieser Firma äußerst kritisch gegenüberstehe. Ich habe auch ein paar andere Sachen darüber gehört, die ich auch kritisch finde, kann man auch sagen. Es ist wohl so, dass Woodpeckers natürlich mit den tollen CNCs wohl auch für die Rüstungsbranche produziert. Kann man jetzt sagen, ja, ist ja cool. Kann man auch sagen, oh, Krieg, Waffen, finde ich jetzt nicht so nice. Aber wir wollen jetzt ja nicht politisch werden, sondern wir wollen eigentlich drüber sprechen und sagen, ein 90-Grad-Winkel sollte 90 Grad haben. Dieser hier ist, und das gilt eigentlich für alle, der Winkel, den ich am häufigsten greife. Wenn ich irgendwo einen 90-Grad-Winkel suche, dann nehme ich in der Regel immer den. Deswegen ist das auf jeden Fall auf meiner Liste ganz weit oben. Und ich würde sagen, das ist wirklich auch von der Verarbeitung ein toller Winkel. Warum wir 90 Grad brauchen, habe ich schon erklärt. Wie gesagt, ihr könnt da auch einen Metaller-Winkel nehmen. Das schreiben ganz viele von euch immer wieder. Die sind natürlich auch super genau. Wenn man im Maschinenbau einen Winkel braucht, dann ist der sowas von genau. Wichtig ist nur, das muss man sich immer wieder klar machen, das ist ein Präzisionswerkzeug. Als Michael hier war, hat er den ja auch mal so geworfen und sagt, er macht es so. Das ist natürlich nicht übermäßig intelligent, wenn man das bei solchen Präzisionswerkzeugen macht. Denn, einfach gesagt, wenn ich den jetzt hier einmal so auf die Kante schlage, dann wird er nicht mehr 90 Grad haben. Ist leider so. Also wenn ihr so ein Ding runterschmeißt, ist das blöd. Sollte man dann deutlichst kontrollieren. Jetzt ein weiteres Werkzeug und auch da ist es wirklich völlig egal, was ihr nehmt. Ein Hammer. Wir brauchen immer wieder einen Hammer. Ich würde einen nicht zu großen und einen nicht zu kleinen nehmen. Ich würde einen aus Holz nehmen, weil mit Holz kann man eigentlich auf alles draufschlagen, außer auf Nägel, aber die benutze ich sowieso nicht. Das hier ist wirklich ein ganz, 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 ganz einfacher Hammer, den ich selbst gebaut habe. Das könnt ihr alle auch. Da steckt nicht viel dahinter, so einen Hammer zu bauen. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele schreiben, kannst du uns zeigen, wie du den gebaut hast? Ja, wir können uns das angucken. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen einen Hammer, manchmal um Hobel einzustellen, manchmal um zu stemmen, manchmal um einfach eine Verbindung mit voller Gewalt zusammenzuhauen, weil sie einfach nicht passt. So oder so, wir brauchen einen Hammer. Und sich manche seiner Werkzeuge selber zu bauen, finde ich eigentlich hervorragend. Das Gleiche gilt eigentlich ja auch für eine Hobelbank. Eine Hobelbank wäre auch ein Werkzeug, was bei mir ganz, ganz weit oben steht, weil ich jedes Projekt auf einer solchen Bank baue, ob es nun diese ist oder die alte oder der Multifunktionstisch. Aber wie gesagt, wir wollen es ja etwas geringer halten, die Liste, deswegen Handwerkzeuge. Dann hatten wir gerade ein Werkzeug, um zu messen, ob etwas rechtwinklig ist. Was aber auch sehr, sehr sinnvoll ist, und das merke ich jetzt ganz stark, wo Richard hier auch arbeitet, das Werkzeug, was wir am allermeisten in der Hand haben, das ist wirklich kein Witz, ist dieses Ding. Dieses Lineal von Shinwa, kleine Inside-Info, ich habe davon jetzt 6 Stück weitere bestellt. Jeweils 2 in jeder Größe, die es gibt. Warum? Naja, weil Messen eigentlich wirklich das Wichtigste hier ist. Und für euch ist es vielleicht wie bei mir, ihr habt vielleicht auch nicht so tolle Augen, was ich hier echt hart geil finde, ist, dass wir halbe Millimeter Schritte haben. Und das ist schon sehr, sehr genau. Das heißt, wir können wissen, wo halbe Millimeter sind. Wir können theoretisch also auch, wie bei diesem Einbau hier bei Werktag von der Vorderzange, raten, wo 19,1 Millimeter eventuell wäre.
Dieses Lineal ist super. Auch da, das sollte natürlich immer flach bleiben. Wenn ich jetzt anfange, das zu verbiegen, dann ist es auch nicht mehr so doll. Aber ein genaues und gut lesbares Lineal, und ich glaube, das weiß jeder, das brauchen wir auf jeden Fall. Das würde ich im Zweifelsfall sogar eventuell gegen sowas tauschen. Das habe ich immer in der Tasche, in der Regel. Ein Maßband, das brauchen wir auch. Natürlich kann ich mit diesem Lineal so eine Länge nicht messen. Aber wenn ich nur eins von beidem haben dürfte, dann würde ich mich für das genaue Lineal entscheiden und dann, keine Ahnung, mit einem Zollstock oder mit einem DIN A4 Blatt messen. Ich weiß es nicht. Aber das ist wirklich etwas, ja, ohne Genauigkeit geht es nicht. Genauigkeit, das führt zum nächsten Werkzeug. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, bei der Nummer 6 angelangt, eine Ziehklinge. Ein hervorragendes Werkzeug haben wir auch wieder beim Brettchenprojekt gesehen, wenn wir ganz zielgerichtet, ganz punktuell Material entfernen wollen. Und das in einer teilweise sehr, sehr minimalen Materialstärke. Auch das ist immer wieder wichtig. Wir wollen ja gar nicht immer unbedingt hobeln. Hobeln bedeutet ja meistens auch, dass wir relativ flächig arbeiten. Eine Ziehklinge ist dafür wirklich das perfekte Werkzeug. Ein Werkzeug, was auf den ersten Blick, oh, das sieht aber schwierig aus und oh, das Schärfen sieht ja noch schwieriger aus. Und dann stellt man fest, es geht eigentlich alles ganz schön klar. Ziehklinge an sich habe ich euch hier mal erklärt. Das ist ein sehr, sehr nützliches Werkzeug und wir sehen, wie klein das ist und wie dünn. Das kann ich hier easy in meinen Split-Top reinlegen. Und das ist wirklich ein sehr schöner kleiner Helfer. Ich bin ganz ehrlich, viele würden das wahrscheinlich nicht in ihre Top 10 packen. Ich habe auch lange überlegt, aber es ist einfach mega sinnvoll in ganz vielen Sachen. Also das hier auf jeden Fall mit drin. Dann etwas, was auch niemanden überraschen wird, Stemmeisen. Wir brauchen alle Stemmeisen, weil für jede Verbindung brauchen wir eigentlich irgendwie Stemmeisen. Und meine Lieblingsstemmeisen, deswegen liegen sie hier, sind tatsächlich auch da keine japanischen. Es ist 2020 ist ein komisches Jahr, aber ich habe das erste Mal in meinem Leben Stemmeisen von Linesen in der Hand gehabt. Es war geschehen. Ich habe direkt zwei meiner japanischen Sätze verkauft. Ich hatte es, glaube ich, in diesem Vlog bei Werktag schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Videos verlinken kann, ist auch egal. Die Griffform ist unglaublich, unglaublich gut. Und das, finde ich, ist bei einem Werkzeug, was wir ganz, ganz lange jeden Tag oder bei jedem Projekt in der Hand haben, extrem wichtig. Der Stahl, auch ganz wichtig, über Stähle wollten wir uns eigentlich auch schon immer mal unterhalten. Es ist halt ein sehr nerdiges Thema, aber eigentlich ein sehr wichtiges, weil man da doch immer wieder auch sehr viele Kompromisse eingeht. Aber die Griffform ist einfach unglaublich. Warum liegen die jetzt hier? Warum würde ich aber eigentlich diese hier sagen? Die, habe ich schon mal gesagt, würde ich jedem empfehlen. Das ist die kurze Bauform vom Diktum. Die ist sehr ähnlich mit diesen Stemmeisen, sehr ähnlich in Maßen, wie man sieht. Aber ich habe schon gesagt, Linesen ist im Moment ziemlich out. Und das gilt, wie gesagt, auch für mich. Ich habe nur zwei Linesen-Stemmeisen. Mit denen kann man viel machen. Aber vier Größen ist halt besser als zwei. Deswegen steckt die kurze Bauform von Diktum hier. Das ist für mich der optimale Ersatz. Ich hätte gerne mehr Stemmeisen von Linesen, aber auch ich bin da in Arsch gekniffen, auf gut Deutsch gesagt. Auch ich kriege keine. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie überhaupt nochmal kommen. Das ist das Traurige. Aber Stemmeisen, wie gesagt, da würde ich bei euch einfach drauf achten. Versucht, die Dinger in die Hand zu nehmen, weil das ist bei ganz vielen, mit denen ich spreche, immer wieder der Punkt, wo sie sagen, die fassen sich einfach nicht gut an. Und das ist natürlich total hohl, wenn ich das Teil jeden Tag in der Hand habe und jedes Mal denke, oh, nicht so gut. Also, Stemmeisen, die euch gefallen, solltet ihr haben. Dann, alle wissen es, alle, die hier schon mal mit mir gearbeitet haben, wissen es noch mehr, alles, was mit Schrauben und Festdrehen zusammenhängt, da bin ich unglaublich schlecht. Ich habe sozusagen keine Schraubenzieher, ich habe nicht viele Bits, ich bin in der Hinsicht wirklich überraschenderweise sehr, sehr schlecht aufgestellt. Aber ich habe einen Schraubenzieher, der dieses Problem relativ doll erschlägt, nämlich diesen hier, einen Schraubenziehergriff, in den man Bits einspannen kann. Warum ist das schlau und warum würde ich euch das empfehlen? Kein Mensch braucht 60 Schraubenzieher und dann wiederum 60 mal das gleiche Bit, was er als Schraubenzieher hat, für den Akkuschrauber. Ich finde es viel, viel schlauer, wenn man einfach einmal die Bits hat, die man braucht und die dann einfach, wie in diesem Fall, auch hier in diesen Schraubenzieher einspannen kann. Jo, mal eben den ganzen Kopf abgezogen. Macht nichts, das passiert. Das heißt, das ist einfach wirklich ein ganz, ganz simples Ding. Ich wollte eigentlich den Magneten nur rausholen.
Das Bit wird hier mit einem Magneten gehalten und wird hier eingedreht und dann haben wir sozusagen mit einem Griff alle Schraubenzieher, die wir brauchen. Und das ist für Leute wie mich, die sowieso bittechnisch auf dem Schlauch stehen, absolut geil. Und Schrauben ist ja nun etwas, was ich auch nicht so rasend oft mache, aber wir haben auch bei jedem Hobel eigentlich und auch bei Sägen oft immer wieder Schrauben, die wir lösen oder anziehen müssen. Das heißt, so absurd es klingt, einen Schraubenzieher, und ich meine damit nur einen einzigen, würde ich jedem empfehlen. Das ist meiner, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und wir kommen zu dem vorletzten Werkzeug. Eine gewisse Doppelung. Ich hatte ja gesagt, wir haben nur einen Hobel. Nur ein Hobel, der mit zwei Händen geführt wird. Ich denke, jeder sollte auch einen Einhandhobel haben. Einfach, weil man damit ja Kanten anfasen kann. Deswegen nehme ich auch nicht, und das wird viele wundern, diesen Phasenhobel. Wenn ich abwäge zwischen den beiden, nutze ich diesen hier sehr, sehr, sehr oft. Aber der Phasenhobel kann nur phasen. Das ist wiederum nur eine Sache. Das ist vielleicht für eine Top-10-Liste aus meiner Sicht einfach viel zu speziell, weil eine Phase, ja, ist halt nur eine Phase. Mit so einem Einhandhobel oder auch so einem kann ich ganz viele andere Sachen machen. Ich kann sehr, sehr kleine Stücke bearbeiten. Ich kann aber, wie wir auch bei der Werkbank gesehen haben, hervorragend hier Hirnholz weghobeln. Das heißt, ein Einhandhobel würde ich jedem ans Herz legen, egal welchen ihr nehmt. Auch da ist es wieder wichtig, guckt, dass der gut in der Hand liegt. Die Liniersen Nummer 1 ist ein Hobel, wo viele sich ja heute noch drüber streiten, wie der überhaupt gehalten werden soll, weil natürlich eine realistische Menschenhand von einem Erwachsenen kaum um diesen Griff passt. Aber dann kommt Jonas mit seinen Puppenhänden und tada! Meine Hand passt da nämlich doch rein. Ich finde, den kann man sehr gut führen, aber ich habe den Bridge City Hobel dahin gelegt, weil er, und das komplementiert das Hobeln, ein Bevel-Up-Hobel ist. Das heißt, wir haben einen Hobel, der ganz normal die Schneide nach unten hat und wir haben einen Hobel, der die Schneide nach oben hat. Und das finde ich wirklich super. Also wie gesagt, wählt bei allen Werkzeugen das, was ihr haben wollt, das, was für euch passt, das, was ihr bezahlen könnt und wollt. Das ist allerdings wirklich ähnlich wie bei Liniersen. Bridge City ist etwas, habe ich lange gepennt, habe ich dann, glaube ich, 4 Sachen auf einmal bestellt. Und bei allen ist es so, dass man sie auspackt und denkt, mein Gott, wie geht das? Warum ist das so geil? Insofern, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und das allerletzte, was in meiner Top 10 nicht fehlen darf, eine Japansäge. Eine einzige, ich weiß, ich habe ganz viele verschiedene und es ist ähnlich wie bei Hobeln. Die Menge macht es eigentlich attraktiv, weil man dann irgendwann für jede Aufgabe die richtige Säge hat. Aber in einer Top 10 ist nur Platz für eine Säge und die vielseitigste Säge aus meiner Sicht ist und bleibt für immer die Ryoba. Warum? Wir haben eine Reihe Zähne, die sehr fein ist und sehr nah, also viele feine Zähne, also für Querschnitte. Wir haben eine Reihe Zähne, die deutlich gröber sind, deutlich weniger Zähne, also eher für Längsschnitte. Und wir haben einen ganz großen Vorteil, wir haben weder rechts noch links einen Rücken. Das heißt, wir können in der Theorie unendlich tiefe Schnitte machen. Und das ist ein ganz großer Vorteil gegenüber dem zweiten Mitbewerber, der Azubiki. Nein, das ist natürlich nur ein Witz. Die Azubiki gehört nicht in die Top 10, auch wenn ich sie sehr, sehr gerne mag. Der andere Kandidat wäre eine Dosuki gewesen und ich finde die Dosuki auch absolut mega geil. Das größte Problem bei der Dosuki ist einfach die Tiefenbegrenzung. Wir haben hier einen Rücken. Dieser Rücken sorgt dafür, dass wir ein bisschen mehr Stabilität beim Sägen haben. Wenn ihr gut sägen könnt, braucht ihr die im Zweifelsfall nicht. Aber die Schnittgüte ist etwas besser als bei der Ryoba. Aber wie gesagt, wir haben nur die Schnitttiefe, die sich hier durch den Rücken ergibt und das sind im Maximalfall knapp 5 cm. Das kann bei vielen Projekten einfach nicht reichen. Wenn wir irgendwas aufsägen wollen, reicht sie nicht. Deswegen habe ich dich lieb, aber du bist nicht die Nummer 1. Tschüss! Die Nummer 1 ist und bleibt die Ryoba, wie gesagt, einfach weil sie unbegrenzt tief schneiden kann und weil sie zwei verschiedene Sägezähne hat. Und das ist sehr, sehr cool. Das ist sie nun. Eine überraschende Top 10, da ist kein Streichmaß dabei, da ist kein Grundhobel dabei, da ist nichts zum Winkelmessen dabei. Das sind aber alles Sachen, wo ich glaube, da kann man drum rumkommen. Und ich will dazu auch noch ein paar Gedanken kurz sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Zinken nehmen und jetzt müssen sich alle Tischler schon mal die Ohren zuhalten und am besten gleich abschalten.
Zinken zum Beispiel würde man mit einer Zinkenlehre machen oder mit einem Winkelmesser. Aber mach doch einfach mal Freihandzinken. Die meisten wissen in etwa, wie dieser Winkel aussehen soll. Probiert doch einfach mal einen anderen aus. Das heißt, in meiner Top 10 braucht man das nicht zwangsläufig. Ihr könnt das alles auch mal mit Auge probieren. Das funktioniert auch sehr gut. Und deswegen ist das die Liste. Wenn ihr also jetzt euch immer wieder fragt, Potzblitz, ich will jetzt anfangen oder ich will meinem Freund das fetteste Weihnachtsgeschenk der Welt machen. Welche Werkzeuge empfiehlt Jonas? Welche 10 Handwerkzeuge sind die, die er wählen würde, wenn er sozusagen für immer das Land verlässt? Ich würde diese 10 wählen. Aber ich sage auch, in einer guten Werkstatt braucht man auch die anderen Sachen. Wie die Azubiki, die ich gerade weggelegt habe, und alle anderen Werkzeuge, die ich vorhin erwähnt habe, wie den Grundhobel. Aber später, wenn ihr anfangt, wenn ihr erstmal starten wollt, sind das die 10, mit denen ihr aus meiner Sicht eigentlich fast alles machen könnt, was ihr machen wollt. In diesem Sinne, guckt euch das nochmal an, schaut, welche der Varianten für euch passt. Ich sage es noch ein letztes Mal laut, ihr müsst nicht die Marken nehmen, die hier liegen. Wie gesagt, bei Linesen ist es sowieso überhaupt gar nicht möglich, die Sachen gibt es nicht mehr. Nehmt das, was für euch passt. Es geht mir mehr um die Größe, um die Art, um die Bauform, denn das ist das, was am Ende wichtig ist. Das Werkzeug an sich und der Preis machen euch handwerklich nicht besser. Das, was euch besser macht, das seid ihr selber. In diesem Sinne, wir sehen uns am Sonntag. Bis dahin. Hey.